Ich darf die liebe Andrea begrüßen. Hallo, hallo Genie. Ja, hallo, das gebe ich zurück. Also hallo, liebe Patricia und hallo, ihr Lieben da draußen, wer auch jetzt immer da ist. Ja, ich bin eigentlich hier, um ein bisschen was zu erzählen und ich glaube, wir warten noch einen Moment, ob da noch jemand kommt oder legen wir gerade los. Ne, wir warten noch ganz kurz. Wir sind jetzt gerade bei Punkt 18 Uhr. Okay. Fünf Zuschauer haben wir schon. Gebt doch Ja, super. mal einen Kommentar ab, wer da uns begleitet, wer da ist von euch. Hallo, hallo, ich sehe nur Zahl 5, jetzt sehe ich Zahl 7. Schreibt doch mal kurz Hallo und bereitet euch schon mal darauf vor, was ihr die Andrea denn alles fragen wollt. Tippet das mal schön in die Kommentare. Die Andrea ist ja gerade mal eine Woche, glaube ich, jetzt, gell, zurück von Dubai. Ja, genau, eine Woche kann man sagen, ja. Und war dort mit 1399. 99 anderen, genau. Nein, 1400, wenn du den Dr. Joe mitzählst, ne? Ja, genau. Erzähl mal so, was war dein erster Eindruck so von Dubai? Es war ja, du warst ja schon an anderen Events von Dr. Joe. Das war ja jetzt der größte Event, wo du warst oder wo die meisten Leute waren. Ja, es war der größte Event. Ich war noch in Berlin, da waren es ungefähr 100 Leute weniger. Dubai war natürlich, ist natürlich superlativ, also groß. Ich war erstmal von der Stadt etwas, ja, wie soll ich das sagen, etwas geschockt, weil die so groß ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, aber das ist alles sehr gigantisch. Wir hatten wieder erwartet 4 Tage Regen am Anfang, was auch gar nicht so typisch ist für Dubai. Und ja, da komme ich gerade mal aufs Hotel. Wir waren also im Grand Hyatt Hotel in Dubai. Sehr großes Hotel, sehr viele Leute waren untergebracht. Ich glaube 13 Restaurants und wunderschöne Außenbereiche, auch Innenbereiche. Es war wirklich wunderschön, tolle Zimmer. Es war wirklich super organisiert alles. Und natürlich der Raum, in dem wir uns aufgehalten haben, absolut genial. Wunderschön ausgeleuchtet, wunderschöne Lampen, alles in diesen ganzen Chakra-Farben, Violett, Pink, Blau, Grün, also irrsinnig schön gemacht, bequeme Stühle, alles Teppichboden, also wirklich super. Also Dubai war wirklich wieder erwartet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es gerade so toll wird, aber es war wirklich wunderschön. Also die Location war irrsinnig. Cool. Wir können jetzt kurz mal begrüßen hier. Die Katrin ist da, die Jennifer ist da, die Johanna ist da, die Annika ist da, die Sabine schaut uns zu und einige andere sehe ich hier, wo ich Cool. weiß, wer das ist. Cool. Und Jasmin, kennst du die Jasmin? Die Jasmin Nein. Eine liebe Schwester, ja. Okay. War schon mal jemand von euch bei Dr. Joe auf dem Event? Genau, könnt ihr mal reinschreiben, wer möchte noch gehen, wer hat noch Fragen, also zukünftige Fragen, wer war schon mal da? Schreibt mal rein in den Chat. Die Andrea erzählt uns jetzt, wie es angefangen hat. Erster Tag, komm, fangen wir chronologisch von vorne. Fangen wir gerade in Dubai an oder soll ich mal ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt angefangen habe mit Dr. Joe? Denn Genau, erzähl mal das, wie du überhaupt zu Dr. Joe gekommen bist. ja, ich bin zu Dr. Joe gekommen, wie viele andere auch natürlich, weil ich gesundheitlich nicht ganz so fit war und im Außen halt Hilfe gesucht habe und auch gefunden habe. Bin dann letztendlich beim lieben Dr. Joe gelandet, bei einem seiner ersten Auftritte in Basel. Damals war das ein kleines Mehrzweckgebäude und da passten mal gerade so auf Biegen und Brechen 200 Leute rein, so auf Holzstühlen. Das kostete irgendwie 30 Franken Eintritt für so eine Tageskarte und es war, war sehr, sehr klein. Aber es war sehr informativ. Also Dr. Joe hat zu der Zeit vor allen Dingen Informationen gegeben, die unglaublich toll waren und für die ich auch heute noch sehr, sehr dankbar bin, weil habe ich damals ein bisschen aufgeweckt aus meinem Außentraum, würde ich mal so sagen. Und ich habe mich wahnsinnig angesprochen gefühlt und auch in so einer kleinen Familie unheimlich gut und wohl gefühlt. Ja, ich bin so über diese Events, in die ich gegangen bin. Das waren also zwei, ich glaube zwei, ein progressiv, zwei advanced und zwei week-long, bin ich so ein bisschen so mitgewachsen in so eine Art Familie rein. Das ist ja immer größer geworden.
Und ich muss immer gleich mehr mal unterbrechen, kurz, und zwar ja. Progressiv. Du hast gesagt, du hast 2 progressiv gemacht. Jetzt gibt es das ja gar nicht mehr, ne? Nein. Das kann man nur noch selber machen, das kann man nur noch online machen. Ja. Schade, oder? Ja, es ist sehr schade, weil, wenn du bei ihm bist und den Progressiv-Workshop machst, dann bist du halt dabei und dann machst du es auch. Und das, ich finde es ganz wichtig, dass du es machst, weil es ist extrem wichtig jetzt für diese Long-Week-Retreats, dass du die Materie beherrschst, weil die Information, die du da kriegst in diesem Progressiv, die gibt er dir nicht mehr im Week-Long. Das heißt, viele Leute sind halt ins Week-Long gekommen und haben dann diesen Kurs so mehr oder weniger ja mal gemacht, so mehr oder weniger mal angeschaut, aber nicht wirklich gemacht und sind dann also mit relativ wenig Informationen. Und den Kurs machen heißt? Hinsetzen. Machen. Genau, das heißt machen. Hinsetzen und machen, und zwar, und das ist, finde ich, ganz wichtig, mit viel Freude, Enthusiasmus und mit ganz viel Herzblut, weil das ist auch total spannend, was man da lernt, und es macht unheimlich viel Spaß, wenn man es wirklich macht. Und es bringt einem wahnsinnig viel, wenn man dann da ist in diesem Week-Long, weil die Information kriegst du nicht mehr. Es wird einfach erwartet, dass du es kannst. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann würde ich sagen, wie ich das jetzt so sagen würde, dann hängst du hinten so ein bisschen runter. Also du läufst immer den anderen so ein bisschen hinterher halt, gell? Die das Wissen haben. Es ist wirklich wichtig, gell, dass man sich wirklich vorbereitet, damit man einen Output haben kann. Das ist sehr wichtig, zumal auch die Leute, die schon länger dabei sind, natürlich auch einen kleinen Auftrag kriegen im Vornherein zum Lernen. Und wir zum Beispiel, wir sollten uns also schon mal mit diesem Breath beschäftigen, eigentlich ja alle mit dieser Atmung. Und das ist allein schon ziemlich anstrengend und aufwendig. Und und die anderen, die dann nicht mal das Progressiv gemacht haben oder das Advanced, die waren dann halt also wirklich ziemlich im hinten dran, oder? Geil, weil das geht halt gleich los, oder? Also ja, die erste Meditation war gleich mal. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, die erste Meditation war, die war, glaube ich, schon fast 3 Stunden. die erste Meditation, da muss ich jetzt wirklich überlegen, kann ich gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sind die Meditationen viel länger geworden, oder? Ja, also die längste Meditation war fast 5 Stunden. Und 4 Stunden 40, die fing morgens um 4 Uhr an und ging ja bis knapp 9 Uhr. Und das hat also viele ganz schön aus dem Sofa gehauen. Also da haben einige abgebrochen, die wirklich damit nicht gerichtet haben. Es ist natürlich schwierig, so lange, wenn du das alles, diese ganze Vorbereitung nicht gemacht hast, dann ist es schwierig, diese Aufmerksamkeit über so einen langen Zeitraum zu halten. Und dann sind halt viele aus der Aufmerksamkeit rausgefallen, rausgegangen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber da zeigt sich dann, wie wahnsinnig wichtig ist, dass man das vorher halt gemacht hat, gell? Das ist halt entscheidend im Endeffekt. Also dort hingegangen zu sein und 2-3 Mal meditiert zu haben, vorher. Ja, wird schwierig, oder? Ja, also ich finde, das ist ja auch, ich meine, ich will ja über die Leute nicht urteilen, aber es ist natürlich so, dass viele mit einer großen Erwartung dahin kommen und denken, okay, jetzt komme ich mal dahin, ich habe 5, 6, 7 Tage in Dubai und dann werde ich geheilt und dann wird meine Welt ganz toll, ich werde alles erreichen. Und ohne das Vorwissen bist du erstmal so beschäftigt, überhaupt zu verstehen, worum es da geht, dass du über so Sachen, da scheiterst du eigentlich im Endeffekt, oder? Weil du mit dem System so überfordert bist, was da losgeht. Und das ist schade. Es ist wirklich also schade. Die Week-Longs sind jetzt echt advanced, also fortgeschrittenen Retreats wirklich. Und das sollte man auch ernst nehmen, wenn man wirklich davon profitieren will. Das ist mal ein wichtiger Hinweis, weil du hast mir ja auch erzählt, dass es dann mal Leute neben dir sitzen, die haben echt völlig hilflos waren. Ja. Habe ich einige gehabt, ja, die völlig hilflos waren. Ich habe aber unheimlich motiviert, das sage ich mal dazu. Also die Leute sind alle wahnsinnig motiviert und die haben unheimlich Freude, aber sie scheitern an manchen Sachen, die du eigentlich wissen müsstest, wenn du die Vorbereitung gemacht hättest, wirklich ernst zu nehmen, oder? Oder wenn du halt all diese Kurse vorher gemacht hättest, wie ich. Also von daher kann ich nur sagen, wirklich die Bücher lesen, wirklich vorher dich schlau machen und wirklich das machen, worum man dich bittet, also diese machen, Online-Kurse oder? Machen. Machen. Wirklich nicht lesen. Machen. Machen, machen, machen. Doch,
lesen, auch sicher ganz wichtig. Ja, aber nicht nur lesen, sondern machen. Nein, machen unbedingt, oder? Das ist wirklich extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig. Ganz wichtig, selbst für so, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, alte Hasen wie uns, also mein Mann und mich, oder? Auch wir müssen uns immer wieder zurückholen, zusammenreißen, unsere Aufmerksamkeit sammeln und bei der Sache dabei sein. Und wir wissen im Grunde genommen nach so vielen Events, worum es geht. Und auch vieles ist für uns wieder neu. Also er entwickelt sich ja auch weiter. Ist ja nicht so, dass er stehen bleibt. Also ganz viele Sachen sind neu, ganz viele Sachen, Informationen sind viel tiefgreifender. Also früher ist er schon aufs Gehirn eingegangen, auf grobe Sachen. Jetzt geht er natürlich total ins Detail. Er geht in die Chemikalien, er geht in die Drüsen, in den Frontallappen so rein. Also da denkst du schon, du brauchst einen Doktortitel, um das alles zu verstehen. Und das geht alles relativ rasant. Also du hast mal gerade irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden Zeit, das zu verstehen. Das war früher ein Tagesthema, oder? Beim Dr. Joe. Das heißt also, das Tempo ist rasant und es werden viel mehr Meditationen gemacht. Also viel mehr sehr lange, sehr intensive Meditationen. Es gibt auch nicht mehr diese ewigen Induktionen, wir gehen jetzt in den Raum zwischen den Augen, zwischen den Schläfen und so weiter, sondern er taucht sofort ab. Er setzt es halt voraus, dass die Leute sich meditativ schon geschult haben. Das heißt also, wenn du da hinkommst, ist es sicher sinnvoll, schon einige Meditationen gemacht zu haben und zu verstehen, worum es da geht. Ja. Gerade vorher haben wir geschrieben, ob noch jemand vorhat, zu so einem Retreat zu gehen. Und dann würde ich sagen, ja, ich kann nicht Englisch. Wie ist es mit den Übersetzungen? Die sind gut, oder? Irrsinnig. Kein Englisch. Irrsinnig. Na, überhaupt nicht. Ist überhaupt kein Problem, wenn du kein Englisch kannst. Mein Mann, der kann mal gerade Hello sagen. Das war's dann auch schon. Der kann überhaupt kein Englisch. Und es ist überhaupt kein Problem. Die Übersetzer sind sensationell und ich bewundere die zutiefst, weil die wirklich diese ganzen Events synchronisieren und das ist wahnsinnig und das ist wirklich super gut übersetzt. Also du verstehst alles und bist voll dabei und das sind wunderbare Herzensmenschen, die du übersetzen. Die bringen die Emotionen sogar rüber, die er rüberbringt in der Übersetzung. Toll, irrsinnig. Also Englisch, kein Problem. Musst du nicht können. Und die Meditationen, die er spricht, die kannst du dir auch mal auf Englisch anhören. Die sind ja relativ einfach gehalten und die versteht man auch. Und wenn man das wirklich mit ihm machen will, ohne die Synchronübersetzung, ist das auch kein Problem. Würde ich mal so sagen. Viele gehen ja dorthin, um geheilt zu werden oder spontan geheilt zu werden, sagen wir mal das, oder? Ja. Erzähl mal, was wurde euch da wieder so gezeigt? Wer kam da auf die Bühne? Was waren da für Geschichten, die da passiert sind direkt vor Ort? Also die Testimonials waren natürlich hinreißend. Das ist immer wieder, wie der Dr. Joe sagt am Anfang, all die harten Männer, die hier sitzen und nicht an ihre Herzöffnung glauben, die werden alle hier sitzen und Tränen drücken, ganz sicher. Und die werden alle ihr Herz öffnen, wenn die Testimonials auf die Bühne kommen. Und dem ist auch so. Also ich habe meinen lieben Mann da herzergreifend weinen sehen. Und der hat mir vorher geschworen, er weint bestimmt nicht. Aber es war wirklich unglaublich beeindruckend. Wir hatten also super tolle Leute, die ganz tolle Erfahrungen gemacht haben. Wir waren ja in Dubai und da waren natürlich sehr viele Frauen auch, zum Teil weniger voll verschleiert, aber sehr viele Frauen verschleiert, die also aus dem Oman, Irak, Iran kamen. Das haben wir natürlich in Berlin nicht gesehen. Es waren 77 Nationen im Raum. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also eine Hausnummer. Und wir hatten also eine Russin auf der Bühne, eine Ärztin aus dem Oman, die alle von ihren Heilungen erzählt haben. Es gibt Testimonials, die haben die Heilung erzielt durch diese ganze Vorbereitung auf den Kurs, also durch das, auf den Retreat, also durch das Lesen und durch das vorherige sich schon mal in die Materie einarbeiten, die schon da bemerkt haben, dass sich was verändert haben für sie und die dann auch natürlich schon mit einem großen Wissen und mit einer großen Freude dahin gekommen sind. Und es gab natürlich auch tatsächlich Leute, die sowas wie eine Spontanheilung erfahren haben. Also das gab es tatsächlich auch. Also es waren 2 Leute da, die sehr junge Leute, wovon auch sehr viele da waren, erstaunlicherweise. Das gab es vorher gar nicht so. Die von einem sehr schwerwiegenden Tinnitus befreit wurden, in einer Stundenfrist. Also die sich fast nicht mehr selber gehört haben, also die wirklich sehr gelitten haben. Und die spontan von einem schlimmen Tinnitus geheilt wurden. Es war eine Frau da oder 2 Frauen, die beide im Cancer 4, also im Endstadium, Krebs waren, die beide
Davon hatte eine spontan einen Rückgang von großen Tumoren im Körper, während sie da war. Die wurde begleitet von ihrer Freundin, die das auch dokumentiert hat. Und es war noch eine Russin da, glaube ich. Ich denke, es war eine Russin, wenn ich mich recht erinnere, die schon vorher also sehr üblen Krebs hatte, die schwere Operationen hatte und die auch da unheimlich Fortschritte gemacht hat in der Heilung, sich bewegen konnte, auf die Knie gehen konnte zum Beten, was für sie vorher gar nicht möglich war. Also unglaublich, also es sind Sachen und du merkst eigentlich, dass das ganze Publikum mitbebt und mitfiebert. Ich kriege sogar jetzt noch Gänsehaut und dass du dich so freust für diese Menschen, die das erfahren haben, weil die so ein unglaubliches Glück und so eine unglaubliche Liebe ausstrahlen und ein wahnsinniges Wissen in sich tragen. Weil die etwas gelernt haben in ihrem Leben, ja, dass wir alle lernen wollen und alle können und wissen wollen. Das können die schon. Das ist so begeisternd, dass du klebst den Menschen an den Lippen und du gönnst ihnen nichts mehr als ihr Glück und ihre Heilung und ihre Freude. Und das ist so etwas Berührendes, so etwas Schönes, dass wirklich der ganze Saal in Tränen ausbricht. Und wir hatten eine Ärztin aus dem Oman, die auch gesagt hat, dass sie natürlich auch unter dem Frauenbild, was in diesen Ländern herrscht, leidet in einer gewissen Form, wobei der Oman ja noch recht friedlich ist. Aber sie ist Mutter von Kindern und Ehefrau, hat aber Ärztin studiert und ist sehr, sehr schwer krank geworden, hat also, glaube ich, so eine Fibrose oder so eine rheumatische Erkrankung gekriegt, konnte sich nicht mehr bewegen, fast nicht mehr, hatte nur Schmerzen und ist dann sozusagen über das Sprungbrett Louisa Hay, Dr. Joe Dispenza, in die meditative Heilung gegangen. Und die ist gesund. Also die ist Ärztin. Und sie hat gesagt, sie hat als Ärztin begriffen, dass es keine Hilfe gibt aus dem Außen, sondern aus dem Innen. Dass der Weg zur Heilung in jedem selber liegt. Die Heilung ist nicht außen, die ist innen. Und es war so faszinierend, der Frau zuzuhören. Die hat da gesprochen, das hat dich so gefesselt. Und ganz viele Leute haben, glaube ich, da begriffen, warum sie eigentlich da sind. Nämlich, sie sind da, um über sich selbst zu lernen. Und das war wirklich berührend und sehr toll. Wow. Ist das okay? Oder hast du noch Fragen dazu? Nein, nein, da hat man keine Fragen mehr. Okay. Also es ist einfach, es gibt so schöne Geschichten und ich finde, was halt auch noch wichtig ist, nicht zu sagen, das hast du mir auch vorher schon erzählt, eben, ja, wieso geht's denn bei mir nicht und was ist denn bei mir falsch und wieso heilen denn die anderen und wieso komme ich denn nicht dahin? Da hast du mir erzählt, dass Dr. Joe jetzt auch ganz, ganz viel Wert drauf legt, zu begreifen, dass man eben allen Groll, allen Hass, alle Scham, alle Schuld ablegen muss. Es war eigentlich so, das Erste, was diese Frau aus dem Oman gesagt hat, dieses Testimonial, diese Frau, das hat mich so berührt, denn sie hat gesagt, sie hat sich am Anfang mit diesem Thema befasst und hat dann angefangen, so ein bisschen auch ihr ärztliches Wissen mal so ein bisschen beiseite zu schieben. Und sie hat dann versucht, sich in diese Meditation reinzuschaffen und dann hat sie gemerkt, dass das Erste, was du überwinden musst, deine Emotionen sind, die dir im Weg stehen. Die negativen Emotionen, das ist das Erste, das Allererste, was du überwinden darfst. Ja, ich sag jetzt mal dürfen. Also Trauer, Wut, Ärger, Hass, all diese Emotionen, die sich dir in den Weg stellen, an denen arbeiten und diese Emotionen arbeiten, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, damit sie dir in der Meditation nicht begegnen. Weil wenn du mit dir im Frieden bist, mit dir im Reinen bist, wenn du dich wirklich auf diese Göttlichkeit und diese Liebe in dir einlassen kannst und dir diese Emotionen gleichgültig sind oder einfach nicht mehr da sind, dann kannst du dich in die Schwärze begeben und du kannst im Feld sein und diese Informationen aufnehmen, völlig ungehindert. Die Türen stehen breit offen. Du bist so in der Liebe und so in der Freude. Und da hat die Heilung bei ihr angefangen. Und sie sagt, sie hat gemerkt, dass sie gesund ist, als sie morgens aufgewacht ist und sie war einfach nur glücklich. Und das ist sie heute noch. Sie ist glücklich und sie sagt, okay, ab und zu kommt mal ein kleines Symptom vorbei. Und ich begrüße es als einen Gast, einen relativ unerwünschten. Und der bleibt man vielleicht mal einen Moment, aber dann geht er wieder. Und sie ist wieder in der Liebe und sie ist wieder im Glück. Und das ist das, was schlussendlich heilt. Der eigene Weg, also zu erkennen, was ist in mir, was
was da eigentlich ja, und hingehört. Wer bin ich letztendlich selbst? Eben diese ganzen Gedanken, die ganzen Erinnerungen, nicht der Hass, auch nicht mein Körper, sondern einfach reine, pure Liebe. Reine, pure Liebe und reine Göttlichkeit, und das ist irrsinnig. Und spürst du, glaubst mir, wenn du da sitzt, aber du hast es selbst erlebt und du hörst die Menschen reden, dann hast du das Gefühl, du hast einen Strohhalm im Kopf und diese ganze Liebe und diese Göttlichkeit, die diese Menschen ausstrahlen, die läuft dir geradewegs direkt in den Kopf. Und das ist so berührend und so wunderschön. Also das ist wirklich ganz Und dann halt also, da noch einen Lifestyle draus zu machen, wenn man dort rauskommt, wenn man weggeht, einen Lifestyle draus zu machen, mit sich mit dieser Liebe, mit der Göttlichkeit in sich zu verbinden. Und, und das ist einfach ein Switch, oder? Das ist, ist aber auch, ganz, denke ich, eine ganz große Herausforderung, weil solange du da bist, sind alle Menschen, die auch da sind, mit dir komplett verbunden mit Liebe. Jeder umarmt jeden. Es wird getanzt schon morgens um 6 Uhr. Es ist unheimlich eine gute, friedliche, positive Stimmung. Alle Botschaften sind positiv. Es ist alles schön. Jeder nimmt auf jeden Rücksicht. Es wird niemand irgendwie bewertet. Es findet eigentlich nicht statt. Du schaust niemanden an, ob der jetzt im Schlafanzug oder im Bademantel da rumrennt und die Haare auf 9:30 stehen. Es interessiert kein Mensch. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Das merkst du für ganz viele, weil einfach diese Zwänge, die dich so im Alltag begleiten oftmals, da völlig wegfallen. Völlig. Er legt ja unheimlich auch Wert darauf, dass zum Beispiel Frühstück nicht immer zur gleichen Zeit stattfindet oder vielleicht sogar mal gar nicht, auch Mittagessen. Also diese Zwänge, die uns so im Alltag begleiten, finden eigentlich da nicht statt. Und wenn du natürlich, wenn der Event zu Ende ist, dann ist es wirklich eine Herausforderung, in diesem State zu bleiben. Das ist natürlich dein Job, ja? In diesem State zu bleiben und dich zu erinnern. Immer wieder und immer wieder, jeden Tag meditieren, dranbleiben und diese Energie wieder spüren und wieder in diesem in dir sein und das wieder zu empfinden. Das ist eine Herausforderung, die wahrscheinlich schwierig zu bewältigen ist. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe es ja schon erlebt, natürlich, oder? Du bist halt ganz schnell wieder zurück. Eine super Möglichkeit, weil du kannst dich mit deinem Mann darüber austauschen. Ja, das haben alle. Dass Nein. Dass sie sich ein Gegenüber haben, dieser Austausch auf dieser Ebene ist ja auch so wichtig, um das nachher wirklich zu leben. Und da muss man sich eine Community suchen oder Gemeinschaft oder Freunde, auch jetzt wir hier auf Facebook, mehr auf diesem Level wirklich sich zu öffnen. Also Austausch. Wirklich, Austausch ist wahnsinnig wichtig. Also ich habe jetzt das unglaubliche Glück, hier die schnuckelige Patricia zu kennen. Wenn mich also meine Gedanken überwältigen und ich hier irgendjemanden mal eben in Grund und Boden quatschen muss, dann ist es Patricia, die da unfassbar hellsichtig ist und irrsinnige Sachen weiß und mich total motiviert. Und natürlich der Markus, mein Mann, weil ich sehe ihn wirklich von Tag zu Tag wachsen und er mich. Und das ist toll. Wir können es natürlich austauschen. Wir haben ein wahnsinniges Glück. Und wir wissen es auch zu schätzen und wir sind unheimlich glücklich über das. Und ich bin im Endeffekt meiner leider Krankheitsgeschichte wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte, weil nicht nur ich habe im Endeffekt von dem profitiert, sondern der Markus auch. Der ist Geschäftsmann und der hat natürlich vor ein paar Jahren sowas wie Spiritualität gar nicht gekannt. Das war gar kein Thema für ihn. Und der ist eigentlich durch mich in diese Sache reingerutscht und ist jetzt da voll dabei und hat jetzt wirklich einen großen Teil seines Lebens ist wirklich auch spirituell geworden. Das ist so toll, sowas zu erleben. Spiritueller Geschäftsmann. Ja, aber tatsächlich, das ist unsinnig. Das ist wunderschön. Also ja, und er hat auch ein ganz anderes Verhalten jetzt gegenüber den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, sagt er selber. Einen ganz anderen Umgang mit den Menschen, weil wenn du nicht aus Ego-Gefühlen auf die Menschen zugehst, sondern aus der Liebe raus mit den Menschen sprichst, kommt viel mehr zurück. Du bekommst viel mehr zurück, die Dinge kommen einfach zu dir, das erlebt er ganz extrem. Das ist wirklich unglaublich. Und so ist es auch Heilung, ja? Natürlich, also, auf jeden Fall. Nicht nur irgendwelche körperlichen Einschränkungen oder sonstiges, sondern es ist einfach, Heilung ist alles, oder? Heilung ist... Ja. Ja, du lernst andere Perspektiven deines Lebens kennen, ja? Die kannst du ja vorher schon, du hast sie noch nicht realisiert, oder? Ich kann mich erinnern, ich hatte immer so wie so eine Leere in mir, so ein Loch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, da muss doch irgendwie noch was sein. Und dadurch bin ich auf die Suche gegangen.
Und das ist so toll, wenn man dann halt in so eine Community kommt mit so Leuten und wenn man eben so einen Dr. Joe Dispenza mal erlebt, das ist schon irrsinnig. Muss ich sagen. Ist noch eine Frage gekommen, eben was sich bei dir gesundheitlich verändert hat. Also ich bin relativ schnell, also ich hatte jetzt mehr eine psychische Erkrankung. Ich war in der Depression und hatte eine Chemikaliensensitivität, habe mich sozial total zurückgezogen, habe irgendwie 3 Monate in meinem Schlafzimmerchen gewohnt und bin nicht mehr rausgegangen, also war wirklich völlig abgeschirmt und habe eigentlich mehr oder weniger mit dem Ende meines Lebens gehadert, statt mit dem Anfang. Und bin dann dadurch zu einer Frau gekommen in Amerika, die heißt Annie Hopper, die mit Menschen online arbeitet. Und sie hat damals Dr. Joe Dispenza empfohlen. Wie es halt so ist, ist das halt so im Leben. 2 Wochen später war Dr. Joe Dispenza in Basel. Und ich bin dann dahin, also wirklich sozusagen auf dem Zahnfleisch. Und dann saß ich da und ich kann das eigentlich heute noch gar nicht begreifen, was da mit mir passiert ist. Aber ich bin immer noch fassungslos. Ich habe so viele Dinge verstanden plötzlich. Ich habe so viel Energie in mir drin gespürt. Und ich bin von dem Tag an wieder raus. Ich bin wieder unter Menschen, zaghaft, aber mein Leben hat wieder angefangen. Also ich bin wieder raus und ich bin langsam aber sicher wieder gesund geworden. Ich habe mich total mit dem Thema befasst und habe dann innerlich gewusst, was ich tun muss. Ich habe damals die Schweiz, in der ich gelebt habe, verlassen, im Einverständnis mit meinem Mann und bin nach Mallorca gezogen, habe dann da in einer Wohnung gewohnt und habe wieder gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen. Also das habe ich wirklich Dr. Joe Dispenza zu verdanken, weil ich bin wirklich wieder in mich gegangen. Also ich habe gelernt, wieder auf mich, auf mein Innerstes zu vertrauen und habe mich wieder selber kennengelernt, meine eigenen Stärken, meine Kraft, die in mir ruht und habe wieder mehr das die Kraft in mir gespürt, als immer zu hoffen, dass von außen irgendjemand kommt und mir das Leben rettet, irgendein Medikament oder irgendein Antidepressiva oder irgendeine Schlaftablette oder irgendwas. Und seitdem, ich bin wieder gesund. Hey, ich bin wieder fit, es geht mir gut. Und, ja, und auch deine Vision hat jetzt die Katrin geschrieben, was deine Vision ist, wie sich das in deinem Leben verändert hat, eben wie du in die Zukunft gehst und voller Freude. Ich bin natürlich auch ich erlebe immer noch Wechselbäder der Gefühle, wenn ich bei Dispenza bin, das muss ich sagen, aber ich bin so in der Vision, ich weiß genau, ich kann mich auf mich verlassen, ich weiß, ich habe einen super guten Tritt in den Hintern gekriegt damals und ich kriege den jedes Mal wieder und in jeder Meditation schaffe ich neue Visionen. Jede Meditation ist ein, wie er das sagt, du kommst aus keiner Meditation mehr raus als der Alte. Du bist immer wieder neu. In jeder Meditation erfindest du dich neu und du machst immer wieder einen Schritt nach vorne. Das ist so wahnsinnig und es ist so. Und er beschreibt das wie so, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, das fand ich ganz spannend, wenn du mal irgendwo gewesen bist, weiß doch ich nicht, vielleicht am WC oder so. Und du hast einen Spiegel vor dir und rechts und links und du siehst dich da sitzen und in dem Spiegel siehst du dich nochmal sitzen und in dem Spiegel wieder und du siehst dich in unendlichen Dimensionen. Und so sind wir. Und wir sind in unendlichen Dimensionen. Und wenn du da bist, dann begreifst du das. Diese Vision, die trägt mich. Das ist meine Vision, dass ich mich jedes Mal erneuere. Deshalb meditiere ich. Ich erneuere mich jedes Mal, das ist eigentlich meine Vision und ich weiß, ich fahre nicht zurück. Ich weiß genau, ich werde diesen Rückfall nicht mehr haben, weil ich kann mich total auf mich verlassen. Ich bin total gestärkt in mir und das ist das Tolle. Und darauf kommt es auch an, oder? Und ja. wenn dein Körper eben weiß, dass du ihn sicher behandelst, dass er sicher sein darf mit dir, dann kooperiert er auch. Da muss er ja keine Angst mehr haben. Er kooperiert und was natürlich auch wichtig ist, denke ich, dass es für mich ganz wichtig gewesen ist, dass ich weiß, dass ich, wenn ich in die Schwärze gehe oder ins Feld gehe, dass ich sicher bin.
Das war, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, dass man wirklich dahin geht im Vertrauen, also in sich selbst, und dass diese Schwärze kein Loch ist oder irgendetwas Furchtbares, sondern dass du getragen wirst, dass du wirklich in der Liebe bist, wenn du da bist, und dass das wirklich etwas Wunderschönes ist und dass du voll darauf vertrauen kannst, und das ist ganz großartig. Und dass und, du auch gar nichts mit hinnehmen musst, oder? Nein, nichts. Du kannst ja, alles draußen liegen lassen und schlafen lassen, wie ich dir das erzählt habe, und einfach dahin gehen und kannst vertrauen. Und das ist dieses Vertrauen ist wahnsinnig wichtig. Ich habe das gemerkt, wir haben eine Challenge gehabt in Dubai, wo wir uns haben rückwärts, ich glaube, das hast du auch gemacht. Ich meine es. Rückwärts fallen lassen in ein Netz, und du stehst also oben und in einem Moment, und es schubst dich niemand, du lässt also selber los und fällst rückwärts in ein Netz, wo die Leute, die unten stehen, dich auffangen. Und ich war da ganz, ganz gut drauf und habe gesagt, ja, das mache ich locker und so. Und als ich dann da oben gestanden habe, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, was es bedeutet, wirklich loszulassen und sich in diese Tiefe fallen zu lassen. Nämlich wirklich dieses Vertrauen aufzubringen zu dir selbst und zu deinen Leuten drumherum und dich einfach fallen zu lassen. Und dann zu merken, du landest sicher. Du bist aufgehoben, du bist sicher, es passiert ja nichts. Und dieses, wenn ich das nochmal habe, und es kommt gelegentlich vor, ist ja keine Meditation wie andere, und ich gehe in die Meditation und ich fühle mich unsicher, dann hole ich mir das Gefühl zurück. Dieser Moment, diese Aufregung, dieses Gefühl, diese Spannung, die sich dann plötzlich löst, und dieses befreite Lachen, was du dann hast, wenn du da landest. Weil du denkst, oh mein Gott, war ja gar nicht so schlimm, alles loszulassen. Ja, das ist irrsinnig. Das ist irrsinnig. Und das ist ja wirklich eigentlich auch das, was wir im Leben machen dürfen, oder? Genau. Diese Kontrolle und Manipulation. Einfach wirklich in Vertrauen umzuwandeln. Richtig. Und dann eben auch auf einer Herz-zu-Herz-Basis zu lernen, anderen Menschen zu vertrauen, genau, aus dem Herzen rausleben, weil gefährlich sind nur die Menschen, die eben nicht wissen, was ihre wahre Identität ist. Deswegen habe ich auch den Namen von der Gruppe geändert. Da muss man auch keine Angst haben, weil das Schlimme sind ja nur das Mentale, was wir Menschen immer anrichten. Ja. Ja gut, das ist ja so, dass die Frequenz der Liebe sowieso die höchste ist, und die des Göttlichen der Dankbarkeit, und dass diese Frequenz eh alles überschreibt. Wenn du diese Sicherheit in dir trägst, ja, dass du getragen wirst von dieser Frequenz, dann kann dir eh niemand irgendwas. Ja, genau, da kann dir keiner. Da kann dir keiner was, da kannst du drauf vertrauen. Also das ist eigentlich... Jetzt stellen wir nochmal schnell eine Frage, weil wir sind ein bisschen voraus. okay. Was die Leute auf Facebook hören. Möchtet ihr die Andrea noch was fragen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin hier, deswegen gucke ich auch immer so seitlich mit dem Handy, damit ich auch die Kommentare lesen kann, die ihr schreibt. Also wenn ihr die Andrea noch was fragen wollt, loslegen. Wir haben uns nämlich auch noch, während wir hier warten, auf eure Kommentare, jetzt vorgenommen, dass wir eine Retreat machen in Mallorca Ende Mai, und da die Infos kommen noch, genau, wenn wer Lust hat. Ah ja, genau. Beiden ein Retreat zu machen. Jetzt habe ich instabiles Internet. Ich hoffe, das kommt gleich. Ah ja, jetzt bin ich wieder da, weil die Andrea hat ja nicht das kommt schon. Dr. Joe Dispenza gemacht, sondern auch NLP, eine ganze Ausbildung. Hardcore. NLP, genau. Was hast du noch alles gemacht? Das ganze Programm, ja, genau. Das ganze Programm? Ja, ich habe ziemlich viel gemacht, viel gelesen, genau. Ich habe ziemlich viel gemacht, und ich bin auch jemand, der immer noch hinter diesem NLP steht, trotz aller Un- und Buhrufe, das weiß die Patricia auch. Ich finde immer, der Umgang ist der entscheidende. Also das, was ich mitnehme für mich an positiven Inputs und an positivem Wissen aus dem NLP, das ist so großartig, und das ist so ein tolles Tool für mich selber und auch für andere. Und ich erfahre das immer wieder, und ich denke, bei allem Wissen und bei allem, was wir so machen, das ist auch mal ganz wichtig, immer noch einen Fuß auf dem Boden zu haben
und uns auch mit Informationen die zu beschäftigen, die wichtig sind, die existenziell wichtig sind, weil wir von außen ja beeinflusst werden. Und mit dem Wissen, was ich habe oder mir aneignen konnte im NLP, kann ich halt ganz viele Dinge erkennen. Ja, auch weniger beeinflussbar. Ich bin weniger beeinflussbar und ja, natürlich, es gibt natürlich ganz viele Leute, die versuchen, mit diesem Tool NLP andere zu beeinflussen, ganz klar. Das ist ganz klar. Es gibt aber sehr viele gute Sachen aus dem NLP und ja, und das versuche ich auch weiter. Beeinflussung ist ja positiv. Bitte? Ich sage, Beeinflussung ist ja positiv, aber ich super. Möchte gerne mich selbst beeinflussen, so dass ja. ich die Dinge tue, die ich ja haben möchte. Und ich möchte nicht unkontrolliert ja. Ja. von außen beeinflusst werden. Oder? Dass wir du möchtest das? Sensor beeinflusst uns. Logisch. Wir werden ja immer beeinflusst, aber das ja. wird ja, natürlich. Sagen, welchen Einfluss möchte ich denn haben und welchen Einfluss möchte ich nicht haben. Ja, es gibt eigentlich, du wirst ja im Dauerzustand beeinflusst. Ständig. Ja, genau. Kannst du mich noch hören? Ja, jetzt kann ich. Und es geht eigentlich nur darum, festzustellen, ich muss mich mal hier einstecken, vielleicht liegt es an mir, aber ich habe noch ziemlich viel Strom, das kann eigentlich nicht sein. Es geht ja eigentlich darum zu unterscheiden, was ist die Beeinflussung, die ich möchte und die mir gut tut und wo will ich so beeinflussen, ohne dass ich es merke und es mir nicht gut tut, oder? Darum geht es im Endeffekt. Genau. Kannst du mich noch hören? Ich kann dich noch hören, genau. Und auch auf solche Sachen. Okay, gut. Wollen wir dann eingehen und wir planen das noch ein bisschen genauer. Jetzt wird schwierig. Ja. Warte mal. Jetzt bist du wieder da, glaube ich. Jetzt ist wieder gut. Ja, aber ich verliere dich total. Ich verstehe es gar nicht. Komisch. Aber ich verstehe es gar nicht, gell? Geh mal wieder zurück, wo du warst. Ja, komisch. Jetzt, bleib stehen. Ja, jetzt geht's besser. Bleib stehen. Hier war noch eine Frage, ob es neue Erkenntnisse gab in Dubai. Ob Dr. Joe neue... Für mich oder... Ja, oder... Okay. Also Dr. Joe arbeitet, geht jetzt sehr ein auf die Herz-Hirn-Kohärenz. Das ist jetzt ein ganz großes Thema. Und natürlich auf die Atmung, auf die Atmung, dieses Breath. Das ist sehr herausfordernd. Ich weiß gar nicht, ob du das schon kennst, aber du hast es, glaube ich, auch schon gemacht bei ihm, oder? Die Breath, die Atmung. Ja, ja. Kannst du aber gell? Ja, auch im Liegen. Ja, jetzt gibt's Liegemeditation, wo auch diese Breaths im Liegen sogar durchgeführt wird. Die sind sehr, sehr anstrengend. Und ich sag's auch gleich, wie es ist. Also diese Breaths ist wirklich ein sehr anstrengendes Tool und aber wahnsinnig wirkungsvoll. Und ich glaube, ganz viele Leute waren fürchterlich erschrocken, als sie die Breaths mal gesehen haben auf der Bühne, wie die wirklich praktiziert wird und optimal praktiziert wird. Sie ist sehr herausfordernd und braucht sehr viel Übung, aber ist wahnsinnig wirkungsvoll. Das tatsächlich. Also ich habe das am eigenen Leib erfahren und ich kann euch sagen, das ist eine Hausnummer. Und das ist jetzt wirklich, die Atmung spielt bei ihm eine ganz große Rolle mittlerweile in der Meditation, sehr, sehr eine große Rolle. Neue Erkenntnisse, ja, die Zirbeldrüse ist halt ein großes Thema. Was spielt noch eine große Rolle? Die Herzöffnung natürlich, das ist absolute Grundvoraussetzung. Das hat er früher überhaupt nicht gemacht, ganz am Anfang. Aber ist ja auch logisch. Ich meine, Herz ist ja die Energie, das ist ja die Frequenz, die unser wahres Sein beschreibt. Ja? Diese, auf jeden Fall. Alles das, was ohne Gedanken in uns herrscht, wenn wir uns einfach nur darauf besinnen, was unser Urgefühl, unser Urzustand ist, dann ist es einfach der Zustand, der mit dem Herzen zu vergleichen ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Verbindung Herz und Gehirn ist einfach für ihn absolut entscheidend im Moment. Das ist also wirklich sein größtes Thema. Ich erkläre das immer so, dass wenn du eben das Gehirn auf die gleiche Frequenz vom Herzen bringst, dann kann es nicht mehr diesen ganzen Scheiß labern. Nein, eben. Ja, also. Und daran
nicht mehr das Problem, dass es dir die ganze Zeit sagt, wie doof du bist, wie schlecht du bist, wie viele Fehler du machst, sondern es sagt dir, wie schön du bist, wie lieb du bist, wie gut du bist. Für dein liebevolles Gehirn. Danach kriegst du langsam liebevolle Gedanken, weil das ist eigentlich diese Kohärenz, die sich so abstrakt anhört, oder? Herz-Hirn-Kohärenz. Aber es geht wirklich nur daraus, dass du mit deinem Hirn genauso denkst wie mit deinem Herzen. Genau. Und um das optimal hinzukriegen, hat er jetzt eigentlich auch diese Energiezentren, hat er neue Meditationen jetzt gebracht, wo du eigentlich sämtliche Energiezentren zusammen harmonisierst, oder? Also diese ganzen Chakra-Punkte, diese Energiezentren miteinander verbindest. Und das sind wunderschöne, sehr wirkungsvolle Meditationen. Was gibt's Neues? Er macht irrsinnig gute Gehmeditationen. Er legt sehr viel Wert drauf. Wir haben das erste Mal 3 Gehmeditationen gemacht. Eine davon in der Wüste. Und das finde ich, ist ganz Irrsinniges und sehr wirkungsvoll, kann ich jedem nur dringend empfehlen, weil es wirklich ganz eine tolle Sache ist. Kohärenzheilungen hat er mehr gemacht, 3 diesmal, mit der Intention, er möchte gerne 50% Heilungsrate erreichen. Er macht auch Umfragen bei seinen Healies, weil wenn er 50% Heilungsrate erreicht und das zeigt, dass er wirklich ganz fest an sich glaubt, dann geht er in Amerika in Kinderkrankenhäusern, wird er zugelassen und darf mit dieser Kohärenzheilung in die Kinderkrankenhäuser. Und wir hatten auch diesmal bei diesen Kohärenzheilungen immer Kinder, die anwesend waren, die geheilt wurden, die auch von außen gekommen sind zum Teil. Das war schon extrem berührend. Also das ist schon speziell. Also da hat er jetzt wirklich auch sein Augenmerk ganz doll auf die Kohärenzheilung gelegt. Weil wir alle sind Heiler, das sagt er immer in den Meditationen. Genau, ja, und, richtig. Wir sind alle Heiler und wir sind auch alle eigentlich geheilt. Ja, und auch wenn du heilst, heilst du dich selber. Wir sind eigentlich alle heil, ja? Alles wir sind grundsätzlich alle heil. Ja. Ganz genau. Genau. Und es ist einfach so, dass diese Kohärenzheilung ist wahnsinnig mitreißend, also dich als Heiler zu fühlen, ist was unglaublich Schönes, also das zu erleben, denn du bist ja Heiler, immer. Ja, wenn du im Herzen bist und eine wunderbare Kohärenz spürst, dann weißt du auch ganz genau, dass du ein Heiler bist und dass du die Menschen um dich herum heilen kannst, mit deiner Liebe, mit deiner Göttlichkeit, das ist etwas Tolles. Und da in der Gruppe ist es so, ist das Gefühl so, ich sag dir mal, das ist so überschwappend, dass du manchmal gar nicht weißt, wohin mit dieser unglaublichen Liebe und dieser Energie und mit diesem unendlichen Gefühl geben zu können. Weil wenn du gibst, wenn du jemanden hast, den du heilen darfst, der auf dich vertraut, dann spürst du eigentlich, was für eine wahnsinnige, unglaubliche Liebe in dir steckt, was für eine Großartigkeit du hast und dass du das machen kannst. Und das ist eigentlich verglichen mit diesem Spruch, geben ist seliger als nehmen, tatsächlich so. Ja, weil der Moment, wo du gibst oder der Sitz, der ist so rührend und so überschwappend und du bist so großartig und das bist du eigentlich immer. Ja, und das wird dir da bewusst. Und in dieser Energie zu bleiben, das ist eigentlich das Wichtige, das mitzunehmen und wieder zu spüren und wieder zu fühlen. Wenn du aushüpfst, dass du dann gleich, dass du auch weißt, ich kann ja wieder rein. Ja, genau, ja, jederzeit. Ja. Jederzeit, jeden Moment. Ja, genau. Und diese Gruppen, die sich jetzt überall auftun auf der Welt, diese Heilungsgruppen und so, das ist super toll. Und auch da, finde ich, muss man unbedingt mal sich reinlesen und vielleicht mitmachen. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass wieder ein Mann geheilt wurde von so einer Heilungsgruppe. Das ist schon beeindruckend. Ist schon toll, wenn die Leute in der Energie bleiben und weitermachen und so tolle Sachen machen. Das ist so mitreißend und das passiert da wirklich. Das passiert, dass du in dieser Energie bleibst. Ganz genau. Und je mehr von uns sich die Mühe und die Zeit und die Aufmerksamkeit geben, sich selber da hinein zu transportieren in diesen Seinszustand, Bewusstseinszustand, desto mehr reißen wir andere Menschen mit. Und ich meine, es gibt ein Schöneres, als in einem Umfeld mit liebenden Menschen zu sein. Ja, und früher habe ich das auch tatsächlich, wie du das sagst, so ein bisschen als Mühe empfunden. Mittlerweile empfinde ich das als Freude. Genau. Also je länger man das macht und je sicher man ist und oder ich bin, desto leichter fällt es mir und desto freudiger gehe ich eigentlich in diese Meditation, weil ich weiß, dass ich da so viel mitkriege. Das ist so irrsinnig. Und man lernt auch ein bisschen seine Erwartungshaltung auch so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, weil
Es gibt keine, wie er immer sagt, schlechte Meditation, die gibt es nicht. Es gibt nur Meditation, und fertig. Und jede Meditation verändert dich. Jede, einfach jede. Es kommt am Anfang ganz oft vor, dass die Leute rausgehen und sagen, oh, heute war schlecht, heute war nicht gut und ich habe gar nichts gemerkt, das war furchtbar. Und andere, ja, aber ich habe es ganz toll gehabt, es war irrsinnig. Und auch da ist auch schon wieder so ein bisschen das Ego da und das braucht es gar nicht. Das Ego will immer beurteilen. Das Ego will immer dabei sein. Und nach einer Zeit, nach 2, 3 Tagen, bleibt es weg. Dann hast du das begriffen, dass es keine schlechte und dass es keine gute Meditation gibt. Und ich kann euch sagen, ich hatte mal eine Meditation, wo ich dachte, oh mein Gott, ich war die ganze Zeit wach, es war ja furchtbar und es ging mir nicht gut. Und aus der Meditation habe ich das meiste mitgenommen. Das würde jetzt wahrscheinlich jeden Rahmen sprengen, das erzähle ich vielleicht ein andermal. Aber es war unglaublich. Ich habe erst hinterher gemerkt, was da wirklich passiert ist. Also von daher, gute, schlechte Meditation, nee, gibt's nicht. No way. Sie sind also alle. Ich würde einfach auch mal zum Abschluss nur sagen, diese Meditationen zu machen und sich mit sich selber Zeit zu verbringen und für sich selber da zu sein, das ist einfach das Schönste. Ich meine, wenn du wirklich dich darauf freust, mit dir selber Zeit zu verbringen und in dein Innerstes reinzugehen und deine Liebe zu spüren, hallo, wüsste ich jetzt nicht, was ich lieber täte, oder? Also ist wunderbar. Es ist genau so, also das sagt auch der Dr. Joe immer. Und wie hat es euch gefallen? Wie ist es euch ergangen? Was toll? Und dann jubeln alle und finden es ganz toll. Und er sagt, ist es euch allen gut gegangen? Und alle jubeln. Das sagt er ja, okay, also wenn der das alles so toll fand und so gut fand, dann macht's doch immer. Ja. Weil wenn es euch so toll und so gut tut, macht's doch. Ja? Das ist doch logisch. Alles, was uns gut tut, machen wir ja eigentlich gerne. Aber da kommt dann halt wieder so der Alltag und die Bequemlichkeit, das mache ich nachher und auch ja, lasse ich es heute mal, dann mache ich es morgen. Und all diese Ausreden, die dann wieder kommen, weil wir natürlich unser Ego und will uns immer wieder zurückziehen in diese alte Welt, in unsere Gedankenwelt, wo wir uns zwar schlecht fühlen, aber da müssen wir uns wenigstens nicht bewegen, oder? Da will es uns zurückziehen wenn du das mal eine Zeit lang gemacht hast und geübt hast und dich darauf eingelassen hast, dann willst du ganz bestimmt alles, aber du willst bestimmt nicht mehr zurück in diese blöde Welt, wo die irgendeine Stimme irgendeinen Blödsinn über dich erzählt. Also das findet nicht mehr statt. Das kann ich euch versprechen. Wenn ihr dran bleibt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann ist diese Welt ganz bald weg. Ganz oder klitzeklein. Der Christian hat noch geschrieben, vor 3 Monaten war ich selbst noch so, dann habe ich selbst noch so gedacht und gelästert. Also, Christian ging es 3 Monate und das weiß ich von ihm, weil er war auf keinem Retreat. Er hat es alleine gemacht. Und das geht, ja. Leute. Natürlich geht es. Es geht nicht darum, ja, alle, danke, Katrin, gerne. Also wirklich, ihr braucht kein Retreat, ihr braucht nur Zeit für euch selber und setzt euch damit auseinander. Klar ist es schön, wenn man Hilfe hat und Unterstützung. Und also das ist ein Lebensstil. Es ist einfach ein Lebensstil. Ja, das stimmt. Das ist ein Lebensstil. Ja. Den darf man sich entscheiden und so kann man sich das Leben einrichten. Ja. Also, liebe Leute, wir kommen jetzt zum Ende. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wie gesagt, von der Andrea werdet ihr mehr sehen. Ich freue mich auf unseren Retreat. Wir sind dann auch am Ausbüscheln, das genaue Datum und auf jeden Fall wird es in Mallorca sein. Und wer Lust hat, kann sich schon mal Zeit einräumen für Ende Mai. So schaut's aus. Genau. Ein wunderschönen Mallorca. Tschüss, liebe Andrea. Ich danke euch allen, dass ihr mir zugehört habt. Super lieb. Und gut meditieren. Gell? Und seid bei euch, habt euch lieb und habt die anderen lieb. Das ist toll, das Beste, was ihr tun könnt. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss.